Hallöchen, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier mit dem Feuerwalzer TV. Nur, es gibt ein kleines Problemchen. Eigentlich sollte jetzt Jump Moves aufgenommen werden. Also nehme ich auch auf, jetzt gleich ein Jump'n'Run, das Tagessieger Jump'n'Run. Nur Marlo ist nicht da, wie ihr im Hintergrund vernehmen könnt. Eigentlich wäre jetzt wirklich der Aufnahmetermin gewesen. Darum bin ich ja auch gerade alleine, aber Feuerwalzer war so nett und ist einfach ein TS dabei. Weil er hat mir einen Scheiß auf die Mole gebaut. Also, angeblich. Ja, aber das ist jetzt nicht wichtig, darum. Vollwalze? Ja. Wie gesagt, er ist mit dabei. Also, hallo Spieler, willkommen auf unserer Map, Super Mario Map. Wir würden uns über eine ehrliche Bewertung freuen. Liebe Grüße, Lapizig oder wie auch immer, und Tizen oder was auch immer. Ist mir egal. So, das ist schon mal nicht so ein hohes Jump-Ding. So, nicht schwer. Eigentlich, aber. Ey, das regt mich jetzt fast ein wenig auf, dass eigentlich Marlo nicht da ist. Weil mit ihm nehme ich sowas immer auf. Das heißt, Leute, ihr und ich, wir sind jetzt eigentlich die Haupt. Nicht Stars, kann man das nicht sagen, aber die Hauptfiguren in diesen Videos. Und es geht ja darum, dass Marlo was lernt bei Jump'n'Run. Er kann gar kein, also kann nicht so gut Jump'n'Run. Was ist denn das für ein Scheiß? Hallo? Ja. So. Nicht du, Verwalter. Oh. Oh, Mädchen. Mädchen. Scheiße. Und verkacken durch. Wenn das jetzt Wenn der ist auf. Manu kommt, da ist, lasse ich ihn erstmal mit mir in eine gerichtete Klärung anklagen. Dann gehe ich mit ihm in extra Channel, weil ich hab harte Mut an. Boah. Wenn du fertig mit Kannst du dem bitte Stocknamen bist. jetzt wirklich ruhig sein? Weil es geht eigentlich darum, dass ich jetzt hier das Jump'n'Run mache und ohne dass du hier so sinnloses Zeug redest eigentlich. Babbelst. Gib sie bitte mal einen Checkpoint. Oh, Checkpoint. Runter. Alles klar, runter. Und dann schon mal direkt ohne. Oh, wow. Runter. Runter. Zack. Oh, ah, man darf nicht jumpen, während dem man da ist. So, aber die Map ist schon mal nicht so schwer eigentlich. Da drüben. Das Mädchen ist immer noch am Versuchen. Puh. Und da in die Ecke jumpen. Wo bin ich hier? Richtig oder falsch? Pfeil zeigt nach da. Auf jeden Fall. Alles klar. Pfeil zeigt nach da. Es ist alles klar, wo man hin muss. Was? Wie? Warte, was? Wie jetzt? Lol, ich habe doch den Block nicht Jetzt berührt. Bunker. Kannst du, warte. Ich habe den Block eigentlich gar nicht berührt, den Schadensblock. Und Pink wird Porten sein. Na gut. Shit. Nächster Checkpoint. Leitersprünge. Puh. Marlo wird, glaube ich, ab jetzt hier schon verzweifeln und ich habe mir überlegt, wir spielen grundsätzlich in einer Folge immer nur drei Maps. Doch wir werden, einen von diesen drei Maps ist immer die Tagessieger-Map, habe ich mir überlegt. Level 1 completed. Muss ich hier irgendwo vielleicht einen Checkpoint holen? Level 2. Ja, gefragt, ob ich dafür bereit bin. Feuerwalze, sind wir für Level 2 bereit? Ach du Heilige. Macho Ist das ein Vierer? Bunga. Ich glaube, ist das ein Vierersprung? Ist Bunga. Und ist weg. Hey, lol, wurde ich jetzt gerade zurückgepackt? Ich glaube, ja. Warum zum Teufel? Reine. Jetzt gibt es eine richtige gute Frage für euch, die ich habe.
Also Frage, oh, was rede ich denn da? Ist genauso schlimm wie meine Sprünge. Also, warum schaffe ich das darauf nicht? Verdammt. Also jetzt ist ja die große, hä? Oh, hä? Die große Frage, warum? Oh, warum kommen immer noch keine Thumbnails? Das bin ich wirklich dran. Bei dieser Folge, die ich jetzt hochladen werde, dann habe ich ein Thumbnail. Feuerwalze wird drauf sein und wir haben irgendeinen Minecraft-Hintergrund. Werde ich irgendeinen Minecraft-Hintergrund werde ich nehmen und da steht noch halt Jump Noobs. Ja. Ja. Und nächstes Mal wird natürlich Marlos Skin dabei dastehen. Boah. Ey, habe ich mich jetzt gerade schon wieder richtig abgefuckt hier. Warte. Ich habe gerade die Ja. übelsten Abfucksprünge hier im Jump'n'Run. Level 2 Ja. completed. Ach du Heilige. Jetzt kommt. Weißt du, was kommt jetzt für ein Level, Feuerwalze? Welches? Ein Level mit Soul Sand. Oh. Ich glaube, das ist Level 3, oder? Was steht hier? Die Soul Sand-Sprünge sind alle machbar. Hab es getestet. Okay, gut. Dann vertraue ich dem nicen Kerl mal. Hashtag no homo. Ich hab's doch gerade erst gepackt und gibt's ja nicht keine Druckplatte zum Safe. Oh, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, Feuerwalze. Das Okay. schwere Jump'n'Run ist geschafft. Doch jetzt kommt das zweite. Es geht aber noch weiter. Fuck. Und hier geht's dann weiter schlussendlich, wie man sehen kann. Regt es mich nicht auf. Scheiße! Nein. Kriege ich jetzt den Sprung wieder mal hin? Bitte. Bitte jetzt hier nicht verkacken. Oh. Ey, wie viel Fels habe ich? 41. Geil. Aber Leute. Nein. Aber Leute. Wenigstens habe ich es mal so weit geschafft. Sonst habe ich entweder es geschafft oder abgebrochen, immer die Map. Und dieses Mal habe ich es wohl geschafft. Gibt es noch eine kleine Story? Nee, dieses Mal nicht. So. Ich baue auch einen Jump'n'Run. Und es wird heißen, die komische Map oder die unglaubliche Schatzmap oder so. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich baue da auf jeden Fall mit Mining Girl dran. Und die Story, die werde ich. Aber und ich will heute in der Aufnahme, weil es ist wie eigentlich normal immer, als würde ich es mit Marlo machen, werde ich heute zwei Maps spielen. Und die beiden Maps sind an mich gerichtet, nämlich Nemculio heißen die Maps. Und wenn ich jetzt wirklich noch genug Zeit, dann werde ich die Maps spielen, weil die Tagessiegermap ist immer recht groß, wenn man sehen kann. Und darum behaupte ich es einfach mal gerade so, dass ich so schnell nicht von der Map wegkomme. Wenn überhaupt, sonst muss ich das in zwei Parts teilen. Aber ich will die Maps schaffen. Die Map schaffen auf jeden Fall. Oh, Checkpoint holen. Oh, so sau. Habe ich Bug gerade gefunden? Ich glaube. Warte mal. Oh nein, es ist so schade. Ich hätte fast gedacht, ich hätte einen Bug gefunden. Ey. Hä, was? Habe ich nicht gerade die Sprinttaste? Ach so, nee, ich habe den in der Luft gesneakt. Das hat mich dann verlangsamt. Und dann mal hier hin. Was? Ein Plus muss mal weg.
Was, du musst mal weg. Nein, der Anti-Cheat bloß meine ich, ist auf dem 1.9 Server, wo Ja, du jetzt. gut. Der, wo du gebannt worden bist. Bin ich gerade drauf. Danke. Genug Informationen. Es geht hier gerade um dies, um Jump Noobs. Runter. Ich kann sonst auch Skype anmachen, dann kannst du mir zuschauen, wenn du willst. Nein. Dann ist schon gut. So, ich hab's einmal rundherum geschafft hier. Und so. Muss ich dann. Oh. Ja, gut. Die Sprünge werden immer verrückter. Das war jetzt geil. Weißt du, Fahrwalze, ich habe da so ein Loch übersehen und bin dann direkt reingefallen. So einfach real Pech. Leute, solche Sprünge sind ja eigentlich grundsätzlich nicht schwer. Es gibt Bonus-Level? Hä? Ach du Heilige. Nee, ich nehme mal das nicht. Oh, warte, da stand was. Keine schweren Sprünge mehr. Alles klar. Nein! Okay, kann auch richtig gut verwirren. Das Bonus-Level, das werde ich nicht spielen, aus dem Grund, weil wir noch andere Maps spielen wollen. Und es ist dann nicht nur durchjumpen, 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 durchjumpen. Und das steht hier. Planung von. Okay, gut. Dann wissen wir schon mal, wer es grundsätzlich geplant hat, das ganze Zeug zu hier zu bauen. Und die Mario-Map zu bauen hier. Ey, das war jetzt wahrscheinlich, weil ich auf dem Checkpoint. Was steht hier? Ist das, sind das so wie Credits? Spiele auch unsere anderen Jump and Runs. Okay. Was ist ein Slash E? Ach, ach so! Das ist, wenn man auf die Map will. Warte. Ich werde das gerade. Ich gehe jetzt da gerade nochmal zurück und mache da mal einen Screenshot von. Dann gehen wir vielleicht mal auch in diese Map. So. Immer screenshotten, weil. Weißt, Leute, wisst ihr, es ist immer schwer, Maps zu suchen. Wenn wir so wirklich gute Map-Ersteller haben, die riesige Maps bauen, dann habe ich so das Gefühl, die haben die Wege genau umgekehrt, dass das hier das Bonus-Jump'n'Run ist. Was? Schon. Was ist denn jetzt los? Hallo? Ich muss, glaube ich, durchjumpen. Nee, geht nicht. Weil die Sprünge verschieden schwer sind. Checkpoint. Ding, 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 ding. Wow! Vorwärts. Ja. Du hast mich gerade verwirrt. Nein. Okay, wir kommen langsam zum Yoshi. Okay, sie haben uns definitiv verarscht mit dem mit dem Bonusweg. Warum? Weil der Weg geht einmal um die ganze Map. Aber schön zum Ansehen. Ich weiß nicht, ob ich das rauscutten werde, aber ich werde, glaube ich, die volle Länge drinne lassen, weil komm, dann schaut ihr halt mal eine längere Folge an. Und ich habe das auch an, dass ich länger als 15 Minuten Folgen hochladen kann. Ciao. Hast du es auch an? Ja, ich kann auch längere Folgen machen. Ja, aber das hat man ja, kann man ohne es zu beantragen ja nicht, oder? Man muss es ja machen und ich hasse es dadurch, dass man das Zeug cutten muss. Darum habe ich das schon lange gemacht. Hast du die Monetarisierung an? Nein. Weißt du, was das bedeutet? Das ist wie ein Netzwerk, wär's wie Mediakraft und so. Aber mach das noch nicht an. Das nützt für dich noch nichts. Das nützt erst, wenn du mehr Abos hast.
Schade, geht das mit Twitch-Follow nicht, weil ich habe schon mehrere Twitch-Follows. Ja, Twitch-Link ist von mir ist auch wieder in der Beschreibung. Ich stream da immer wieder mal, aber auch nicht zu viel jetzt. Natürlich, wo ich Ferien habe, werde ich. Hat's den Checkpoint genommen? Wollte ich schon gerade sagen. Werde ich natürlich. Und Game. Oh, nee. So. Ja, erstmal, ich muss sagen, die Map ist extrem geil. Ernsthaft, sie haben es nicht anders verdient. Game completed. Wir hoffen, hattest Spaß. Liebe Grüße, bla 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 bla. So, und ja, ich hatte eigentlich viel Spaß und ich muss jetzt gerade mal schnell gucken, wie viel. Ach, 15 Minuten. Komm, wir machen noch eine coole Jump'n'Run. Nämlich ein Abenteuer. So, dann sage ich euch das mal schnell. Ihr könnt einfach eingeben hier oben nach Suchen, wenn ihr das auch spielen wollt. Coolio. Und dann, ja, eingeben und dann hat es hier zwei Maps. Ich nehme jetzt die. Die andere werde ich auch noch. Vielleicht spiele ich die heute auch noch. Ich bin mir nicht sicher. Von Marlo the Crazy. Wie gesagt, er hat für mich auch eine Map gemacht. Und da vorne, das muss ich glaube durchlesen. So. Hi Leute. Story. Dein Coolio wurde entführt. Deine Aufgabe ist es, Coolio zu befreien. Mach schnell, sonst ist Coolio in Lebensgefahr. Oh nein, sie haben ihn ins End gebracht. Schnell ins Portal. So. So. Und dann. Und jetzt gehen wir den Weg. Marlo ist nämlich ein Schlingel. Ah nee, das war der falsche. Scheiße. Ich glaube zumindest, es war der falsche, weil er hat, glaube ich, irgendwo im Turm so ein riesen Fell gebaut. Jo, und Wo jetzt? weißt du denn den Weg? Weil Marlo hat es mir schon mal gezeigt. Los, du, ups. Los, du bist nah dran. Ich habe immer noch null Fails. Aua. Noob, okay, better, gut, amazing. Nein, sie sind in den Nether geflohen. Shit. So, und dann einmal zurück, weil Full Herzen habe ich immer gerne. Und so, schnell, du hast sie fast eingeholt, Mann. Sieht noch, dass das sollte Bein heißen, hat mir Marlo erklärt. Aber er konnte es nicht mehr auf den Schild. Du hast es geschafft und das ist echt nicht mein Skin. Er ist so ein Arschloch, ey. Er macht das extra. Ich weiß es ganz genau. Du hast es geschafft. Was? Du hast es geschafft. Coolio ist. Warte, ich hab gerade etwas entdeckt bei meinem Windows. Warte mal. Also. So gut. Du hast es geschafft. Kohle ist hier. Und die Banditen im Knast. Danke fürs Spielen der Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Map Build bei Marlo the Crazy. Dauert circa 2 Stunden. Und für die es nicht wissen, das ist neben Coolio. Er ist Nashi. So, wir gehen mal hier raus. Oh, scheiße, jetzt bin ich aus dem Schild raus. Jetzt gehe ich wieder rein. So. Und weil die Map wahrscheinlich ultra kurz war, aber wir trotzdem schon bald 20 Minuten haben, spiele ich jetzt trotzdem noch die andere Map. Weil da hat sich jemand auch Mühe gegeben. Dark Barbarian, glaube ich. Name Coolio. Name Klo, ups. Name Coolio. Kommt durchs Tattoo so schreiben. Er hat hier auch eine Map gebaut und er hat mich gebeten, die mal durchzuspielen. Checkpoint erreicht. Gerade schon mal anfangen, Checkpoint. Die Strip. Oh, shit. Leute, dieses Schild werde ich jetzt nicht vorlesen, weil er hat das nicht you. Also, was sage ich denn da? Egal.
Das schildere ich jetzt einfach. Ich werde hier die Geschichte nicht vorlesen, genau. Weil, ja, das steht einfach die Strippstange. Das ist hier egal. Zack. Oh, zack. Was? Man glitscht so runter. GG, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, dass die Bugs, die sind GG. Muss man schon lassen. Oh, gut, hab's gerade noch geschafft. So. Ein Kopf, schön, da kann man draufstehen. Und hier. Gut, schön. Auch gut. Ach du! Ich tue jetzt mal so, als würde ich die Map nicht kennen, weil ich habe sie schon gespielt. Ich gebe es zu. Weil ich kontrolliere Maps immer, ob sie überhaupt also ob ich das Zeug überhaupt auf YouTube laden darf, weil es kommt drauf an, wie auf was wisst ihr Leute, ich habe auch Idioten, die meinen, irgendwelche Maps mit keine Ahnung welchen Organen zu bauen, sagen wir es mal so. Dass ich den jetzt nicht. Ja, back mich doch, ey! Leck mich doch am Arsch. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht, Mann! Oh Mann, was ist das für eine Scheiße? Ernsthaft jetzt? Nee, die Map werde ich jetzt nicht mehr zu Ende spielen. Ach, fuck, irgendwie habe ich Bock schon, aber es ist einfach behindert, der die Map gebaut hat. Behindert, Dark, ey, ernsthaft. Und dann ist es noch so schlimm, dass es mein Head-Admin ist, der die Map gebaut hat. Ich glaube, ich nehme ihm den Rang weg, ey. Ja, Sag ich. hallo. Ach, Feuerwalze! Du musst jetzt gerade nicht, wenn ich wütend bin, noch reinreden und so dumme Fragen stellen. Mann, Marlo, warum bist du nicht da? Da müsste ich diesen Kerl in der Aufnahme haben. Feuerwalzes Kanal ist verlinkt. Trotz. Ey! Bug, don't bug this hier. Any du. Hey! Ich habe es geschafft und der macht so einen Scheiß. Ja, jetzt stoße ich mir den Kopf natürlich wieder. Oh, Timolia. Ernsthaft. Juhu, keine Schwerkraft. Oh, Doc, ich gebe dir gleich eine Faust, ey. Ich schwöre, ich fahre nach Deutschland und bring dich um. Von wegen keine Schwerkraft. Ja. Genau. Dark, das bist ja wieder typisch du. Ach. Ach, ich kenn's. Ich kenn's. Ich kenn's. Oh, ist so ein Arsch. Der Arsch, der soll kein Balsam hier. So, und jetzt hat er schön, so dumm wie er ist, mir ist noch so ein Streich gespielt. Ich weiß, dass es tut. Oh Gott, Leute, meine Rage, das tut mir so leid. Ficken. Okay, back einfach mal. Ja, genau das ist, wenn man in der Luft backt. Ihr seht's gleich, wenn man backt. Siehst du? Seht ihr? Und jetzt lande ich wieder auf dem Rand, weil es backt. Da rege ich mich jetzt extrem auf. Jetzt lande ich wieder auf dem Rand. Es ist unglaublich. Ich rage-quitte gleich. Endlich. Leute, Entschuldigung für den Rage, aber
Ehrliche Bewertung, Kreativität, Sprünge. Okay. Optik. Gebe ich jetzt mal schlecht. Kriege natürlich wieder nur ein Pixel oder gar keinen. Oder keine Ahnung. Ist ja wohl auch egal. So, wir haben es geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Dama. Bis dahin. Und tschüss. Voll warte, ich sag tschüss. Tschüss.